Hallihallo, liebe virtuelle Welt, meine liebe Community. Hier ist euer alter Mann am Freitag, dem 26. März 2021. Es geht jetzt wirklich mit Riesenschritten auf Ostern zu. Gott sei Dank ist die Sache mit dem 1. und dem 3. April vom Tisch. Also wir können ganz in Ruhe einkaufen gehen und so weiter. Aber was mir heute auf dem Herzen liegt, ist nochmal in Erinnerung zu bringen, in mehreren Videos, was hat das Osterfest und das Drumherum, davor und danach, überhaupt für Hintergründe? Wie ist es dazu gekommen? Was sind die weltlichen, geistlichen und geistigen Hintergründe? Und übermorgen am Sonntag ist der letzte Sonntag vor Ostern. Das ist gleichzeitig der 6. Sonntag der Fastenzeit für die Christen und parallel auch der Beginn der sogenannten Karwoche. Und erstmals in der Karwoche wird am Palmsonntag die Passion Jesu, das Leiden und Sterben des Herrn, verkündigt. Die Evangelisten Johannes, Lukas und Matthäus berichteten, dass Jesus mit seinen Jüngern zum jüdischen Pascha-Fest nach Jerusalem unterwegs war. Als sie zum Ölberg kamen, bat Jesus zwei seiner Jünger vorauszugehen, nach einer Eselin und ihrem Fohlen zu suchen und beide zu ihm zu bringen. Die Jünger erfüllten diesen Auftrag. Sie breiteten ihre Kleider auf dem Rücken des Fohlens aus, Jesus setzte sich auf das Fohlen und ritt nach Jerusalem. Auf dem Weg dorthin versammelte sich eine immer und immer größer werdende Menschenmenge, um Jesus zu empfangen. Einige Menschen breiteten ihre Kleider vor ihm aus, andere schnitten Zweige von den Palmen ab und streuten sie auf den Weg. Der Name Palmsonntag erinnert also an den in der Bibel im Buch Matthäus 21 beschriebenen Einzug von Jesus Christus in Jerusalem. In der katholischen Kirche segnet der Priester am Palmsonntag Zweige. Diese Zweige werden dann am Ende der Messe verteilt. Die Zweige werden zu Hause hinter die Kruzifixe gesteckt und verbleiben dort bis Aschermittwoch. Der Esel und die Palmen haben in der Bibel eine besondere Bedeutung. Während das Pferd im Krieg als Reittier eingesetzt war und Symbol für Luxus und Hochmut ist, ist der Esel hingegen das Sinnbild für Bescheidenheit und auch des Sieges. Stellt euch das vor, den römischen Besatzungstruppen muss der Empfang von Jesus mit Palmzweigen und seinem Ritt auf einem Esel, ich denke mal, ein ganz schön erheblicher Dorn im Auge gewesen sein und einer Provokation gleichgekommen. Bereits sehr früh in der Geschichte haben sich die verschiedenen Bräuche um den Palmsonntag entwickelt. Seit dem 8. Jahrhundert wurden die Ereignisse des Palmsonntags in Prozessionen aufwendig nachgestellt. Bei den Prozessionen wurde oftmals eine lebensgroße Christusfigur auf einem lebendigen oder auch auf einem hölzernen Esel, die sind ja so in Natur ein bisschen störrig, den man dann auch Palm
Esel nannte, mitgeführt. In manchen Gemeinden wird diese Tradition auch heute noch gepflegt. Und ein weiterer Brauch in der katholischen Kirche ist die sogenannte Palmweihe. Echte Palmzweige sind in Mitteleuropa schwer zu bekommen. Aus diesem Grund werden für die Palmweihe meist andere grüne Zweige, wie zum Beispiel Buchsbaum, Wacholder oder Weide, verwendet. Vor der Messe segnet der Zelebrant die mitgebrachten Palmzweige, besprengt sie mit Weihwasser und danach werden sie in einer Prozession in die Kirche getragen. Nach der Messe werden die geweihten Zweige mit nach Hause genommen. Bevor sie zum Schutz vor Unheil und Krankheit hinter einem Kruzifix, einem Spiegel oder ein Heiligenbild gesteckt werden dürfen, müssen zuerst die Zweige aus dem letzten Jahr, also aus dem vergangenen Jahr, verbrannt werden. Die Zweige, die in der Kirche verbleiben, werden im darauffolgenden Jahr verbrannt und mit ihrer Asche das Aschenkreuz an Aschermittwoch gespendet. An der Stelle möchte ich gleich nochmal verweisen, dass es zu diesem Video auch einen Artikel auf meiner Webseite wernermichaelheus.com gibt. Und da könnt ihr das gerne nochmal nachlesen. Ist doch ganz interessant, wie eigentlich diese Begriffe, die wir ja einfach so dahin sagen, oftmals, ja, am Aschermittwoch ist alles vorbei und so weiter und so weiter. Ich hatte schon mal was dazu gesagt. Aber wie das alles zusammenhängt, ist doch irgendwie interessant. Das ist natürlich wieder nur meine Meinung, aber die dürft ihr gerne teilen. In einigen Regionen, gerade im Süden Deutschlands, werden anstatt am Palmsonntag normale Zweige, kunstvoll gebundene und geschmückte sogenannte Palmbuschen, die auch Palmbesen, Palmstock oder Palmstange genannt werden, zur Palmweihe gebracht. Und traditionell bestehen diese Palmbuschen aus 7 verschiedenen Pflanzenzweigen. Und zwar aus Palmkätzchen, Buchsbaum, Wacholder, Stechpalme, Eibe, Zeder und Sadebaum. Je nach Region werden sie als kleine Handsträuße oder an lange Stangen gebunden. Daher auch der Begriff Palmstange. Die Zweige werden dann mit bunten Bändern, gefärbten Eiern oder den sogenannten Fastenbrezeln geschmückt. In Teilen Süddeutschlands gibt es am Palmsonntag eine besonders leckere Spezialität, und zwar die Palmbrezeln, die aus süßem Hefeteig gefertigt werden. Ihren Ursprung, und das ist auch wieder interessant, hat das sogenannte Gebildebrot, also ein Brot, das nach einem Gebilde, also nach einem Bild gefertigt ist, die mit ihren verschlungenen Armen an die gekreuzten Arme betender Mönche erinnern soll. Diese Brezeln werden mit Rosinen und Hagelzucker verfeinert und sind eine herrliche Süßspeise. In der evangelischen Kirche hingegen sind Prozessionen und Palmweihen am Palmsonntag nicht üblich. Jedoch ist in manchen Regionen genau der Palmsonntag der traditionelle Termin für die Konfirmation, wo dann die Konfirmanden mit grünen Zweigen in die Kirche einziehen. So war es bei mir. Ich bin ja evangelisch.
kenne aber auch das andere, weil ich sehr lange in katholisch geprägten Dörfern gelebt habe. Aber wie dem auch immer sei, ich wünsche uns allen von Herzen gerne eine erholsame Osterzeit, das ein erholsames Wochenende, das steht ja jetzt an, vor allem sonnige Tage mit vielen herrlichen Sonnenstrahlen und glücklichen Momenten. Und ich drücke uns allen voll doll die Daumen, auf dass wir alle von diesem ollen Virus und seinen internationalen Mutanten verschont bleiben. Toi, 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 wünscht euer alter Mann. Ich hab euch alle lieb und sage bis dann nochmal toi, toi, toi von Herzen gerne, euer alter Mann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut. Bleibt gesund, ihr Hübschen. Ciao. Ciao, ciao.